Hallo und willkommen zurück. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Wir sind wieder hier unterwegs in Russland auf der Swappa Agro Vierfach Map. Ja, wie ich im letzten Video gesagt habe, ich habe die Wiese fertig gedroschen. Und wir haben da, wie man sieht, fast 150.000 Liter Grashalm rausgeholt. Was ja doch schon ganz schön ordentlich ist, finde ich. Am Gras sammeln ist der Dingens, boah, der MB-Truck. Allerdings habe ich festgestellt, dass die Ecken und so er nicht wirklich sehr sauber gemacht hat. Deshalb bin ich jetzt im Grunde auf dem Wege. Und hier war doch irgendwo, ach, da ist der Blitzer. Ne, bin ich auf dem Wege zum Händler und möchte mir kurzfristig mal einen Schwader mieten. Allerdings, wenn ich mir das gerade so angucke, wird das vom Kontostand her noch nicht so ganz reichen. Da werde ich wohl erstmal eine Fuhre Grashalm noch verkaufen müssen. Ja, wie gesagt, also schnell mal einen Schwader mieten, der dann einfach nochmal im Grunde nur hoch runter fährt, also nicht irgendwie mit Vorgewende, keine Kurven macht, weil es da einfach doch ein bisschen zu Problemen kommt, dann auch mit dem Aufsammeln, und da verschwenden wir einfach zu viel gutes Gras. Ich habe mir auch schon einen Schwader ausgesucht, und zwar den Krone Swadro, ich glaube 2000 heißt er. Oh, bin ich zu schnell gefahren. Ne, also diesen Krone Swadro, der hat, können wir ja mal kurz hier reingucken. Schwader hier, 19 Meter Arbeitsbreite. Aber wir brauchen 10.000 zum Mieten, also machen wir den erstmal aus und holen uns hier unseren Abfahrer mit dem großen Anhänger, und dann laden wir einmal Grassamen. Und gucken in der Zwischenzeit, wo wir die denn loswerden. Das ist Grassamen 1094 bei der BGA. Ja, also fahren wir zur BGA. Das machen wir auch schnell. Selbst diese Fahrt darüber. Und wir werden auch nur hinfahren, und sobald wir das Geld auf dem Konto haben, werden wir uns diesen Schwader mieten. Beziehungsweise, wenn jetzt wirklich so viel Geld rumkommen sollte, naja, aber es wird nicht reichen, wenn das irgendwie 1100 sind, das, naja, 60. Ja, könnte knapp werden, dass es vielleicht reicht, dass wir ihn uns sogar kaufen könnten. Denn die Wiese werden wir ja noch des Öfteren mähen, dreschen. Und dann wäre das Ding, glaube ich, ganz sinnvoll. Da gucken wir einfach mal. Dann machen wir hier mal ein bisschen Kohle. So.
Und abkippen. Dann gucken wir mal, was das denn gibt hier. Ach, es ist keine freie Kapazität mehr. Wie schnell... Ups. Schluckt der denn? Einmal dazwischen klemmen. Ach, 40. Er geht also relativ schnell. Ach ja. Na, auf jeden Fall reicht das nicht. Dann würde ich sagen, mieten wir das so, wie es geplant war. Mieten, ja, ja. Da steht das gute Ding. Irgendwie über kurz oder lang werden wir uns den auch kaufen mal. Aber jetzt reicht das eben. Den einfach schnell gemietet. Ich hoffe, dass wir da relativ zügig das geschwadert bekommen. Also wir machen das selbstverständlich wieder mit Curseplay und setzen dann im Grunde gleich auch den MB-Truck hinten dran, damit der gleich weiter abfahren kann. Was wir uns dann ja auch noch holen wollen, ist ja den Striegel, um die Wiese einmal durchzubürsten sozusagen, einmal durchzumachen, um da einfach eine Düngerstufe drauf zu bekommen. Und dann eben im weiteren Ding zu sehen, bringt das was? Weil wir wissen eben, dass wir 100, na, ich sag mal jetzt grob 160.000 Grassamen hatten und gucken, was an Gras rumkommt. Also wir hatten sonst immer so eine knappe Million. Also das wird sich, denke ich mal, auch wieder so in dem Bereich abspielen nachher, wenn wir fertig sind. Und dann eben gucken, wie das aussieht, wenn wir denn dann gestriegelt haben. Wie viel wir dann mehr rausbekommen. So, ich mach mal die kleine Abkürzung und hier auch noch mal einmal kurz weggucken. Gucci. Das ist halt Russland, da fährt man ein bisschen rustikal. So, aber jetzt gucken wir mal. Wir können das ja schon mal vorbereiten. Es ist kein Kurs geladen. Ich brauche den Feldrand von der 68. Genau. Wir starten im, jetzt muss ich kurz überlegen, im Osten, im Südosten nach Westen. Im, wieso sagt er jetzt 21 Meter? So, Südost nach West. Wir machen kein Vorgewinde oder sonstige Spielereien. Und wie sieht das denn jetzt aus? Ja. Dann gucken wir doch mal, wie das funktioniert. So, wir speichern den aber unter Schwad 68. Geben dem Feldarbeit.
senken, anmachen. Und fahren lassen. Ja, dann steigen wir einfach mal aus. Das sieht doch schön aus. Und dann geht das hier weiter. Der kriegt jetzt neu diesen Schwaderkurs. Schwader und den Abfahrer 68 dazu. Gut. Es wird nur interessant zu sehen, gleich wie der Schwader an den Wendepunkten, also am Ende der Bahn, ob er da rumkommt oder ob er da in Probleme kommt. Aber selbst wenn, dann machen wir das eben selbst. Aber ich denke mal, das sollte problemlos funktionieren. Ja, wenn ich mir so auf der Karte angucke, müsste er gleich hinten sein. So, ich hoffe, ich will jetzt einfach den noch schnell auf die erste Bahn schicken. So. Also das läuft. Und wie sieht das jetzt hier aus? Doch eigentlich ganz vernünftig aus. Jetzt wird er gleich noch mal zurückschieben, gehe ich mal von aus. Er ist halt schon ein geiles Teil hier mit den 6 Schwadkreiseln. Und hier dürften im Grunde auch nur immer bei den Kurven was liegen im Moment. Spätestens wird erst sehr später da reinkommen. Man sieht ja da hinten, wo noch Zeugs liegt. So. Und weiter geht es. Ja, der MB-Truck holt auf. Tja, aber das funktioniert. Das ist doch schon mal etwas. Dann gucken wir mal, wie der MB-Truck wendet. Da ist jetzt schön fein säuberlich alles an Gras weg. Hier ist jetzt so ein Bröckelchen, aber das soll jetzt nicht so das Problem sein. Aber er fährt jetzt da schön auf diesen dicken Schwad drauf. So, noch ein Stück zurück. Ja. Ja, nicht so weit zurück. Hallo, gut. Pickup ist gesenkt und er lädt. Wunderbar. Kriege ich den? Und ups! Reingesprungen. Schön, hat funktioniert. Na, guck mal, jetzt hat er im Grunde auf den anderthalb Bahnen schon 8000 Liter aufgesammelt, die wir sonst hätten liegen lassen. Also bringt das was. Ja, gut. Aber dann mache ich mal hier noch schnell. Das haben wir verkauft. Fertig.
So. Und wenn wir jetzt den nächsten Ladung Grassamen weggebracht haben, dann kommen wir in den Bereich, wo wir sagen können, jetzt können wir loslegen und uns die Schäfchen kaufen. Tja, so sieht das aus. Tja, aber nichtsdestotrotz kommen wir schon wieder zum Ende unserer heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gern ein Like da, schreibt das in die Kommentare, abonniert den Kanal und ganz wichtig, klickt auf das Glöckchen, damit ihr immer informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, macht es gut und habt noch einen schönen Tag. Bis dann.